Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats. Wir besprechen heute zum 39. Mal die Wrestling-Woche, die nun mehr oder weniger hinter uns liegt. Einiges ist passiert. Julian und ich sind diesmal nicht ganz einer Meinung, was die Qualität der Weeklies angeht. Das gibt doch eine kontroverse Diskussion. Bei uns, zumindest bei mir, steht heute ein klein wenig der Zeitdruck, Pate, denn ich habe gleich noch etwas zu erledigen und deswegen müssen wir hier relativ zügig durchkommen. Ungefähr 70 Minuten sollten wir anpeilen, der nächste Termin steht schon sozusagen auf Halde. Kriegen wir aber alles locker hin und deswegen begrüße ich an meiner Seite wieder mal herzlich den Julian, den JE2601. Guten Abend. Ja, Julian, die Weeklies, wie soll ich sagen, du fandest sie nicht schlecht. Ich fand sie nicht gut. Warum fandest du sie denn so überraschend positiv diesmal? Ich weiß nicht. Ich fand dieses Mal, beide Shows haben mindestens ein bis zwei gute Matches gehabt. Und Storyline-mäßig hat sie auch so ein bisschen was getan zumindest. Also schlecht geht anders, sag ich mal. Also was sich da Storyline-mäßig getan hat, das musst du mir nachher mal erklären. Weil ich bin aus den Shows raus und dachte, ja, bei Raw ist nur eigentlich gar nichts passiert. So richtig. Und bei SmackDown habe ich es auch nicht rausgekriegt. Aber vielleicht habe ich es nur nicht gesehen und dann wirst du es mir ja gleich irgendwie erklären können. Und vielleicht bekehrst du mich ja, das wäre auch was. Ja, wäre ich zum Zeugen Jehovas, sehr gerne. Ja, das soweit. Mal gucken, ob du auch das hinkriegst. Wir werden das erleben. Ich wusste nicht, dass du religiös so entsprechend engagiert bist. Aber nee, ich auch nicht. Achso, sehr gut. Ja, bevor wir in die WWE Weeklies gehen, da gibt es einiges zu diskutieren. Was ist denn jetzt mit Finn Balor los? Ist er over? Ist er nicht over? Wie over soll er denn jetzt überhaupt sein? Die WWE, immer wenn sie keine Ahnung hat, was sie überhaupt jetzt machen soll, macht sie irgendeine dusselige Umfrage. Das Ergebnis war faszinierend. Dazu dann auch gleich mehr im Rahmen der Show. Was ist mit Matt Hardy? Ist er jetzt broken oder nicht? Selten wurde es so intensiv angeteased, das Gimmick. Passenderweise kommt auch die Meldung, dass Anthem gar keinen Bock mehr auf die Rechte am Broken-Gimmick hat. Ach, herrlich. Immer dann, wenn alles im Eimer ist, scheint irgendwas zu passieren. Bevor aber WWE unser Thema heute sein soll, möchte ich auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der in den letzten Tagen über die sozialen Medien so ein bisschen gewabelt ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Julian und ich haben beide was mitbekommen. Wir haben es nicht über die Medien selber erfahren, sondern über das, sag ich mal, sekundär darum herumgesponnene. Wir sprechen über die Tatsache, dass der Bullet Club sehr ambitionierte Ziele hat. Es ging, wie gesagt, über die sozialen Medien so ein bisschen los. Mittlerweile spricht Cody wohl drüber, Marty Scurll spricht auf jeden Fall drüber. An der Speerspitze der Bewegung scheinen hier die Young Bucks zu stehen. Es geht darum, dass der Bullet Club vorhat, eine Wrestling-Show in Amerika oder vielleicht auch in England, das hat Marty Scurll angedeutet, vielleicht England als Austragungsort. Man möchte eine Wrestling-Show veranstalten, zu der man 10.000 Fans in die Halle locken möchte. Wenn man sich mal die jüngere Vergangenheit der Wrestling-Geschichte anschaut, muss man sich die Frage stellen, ob überhaupt irgendeine Promotion das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geschafft hat, pardon, die nicht WWE hieß oder NXT, was ja eigentlich auch nur WWE ist. Mir fällt keine ein. TNA, zu ihren besten Zeiten 7.500, so in dem Dreh. Ring of Honor war ewig davon entfernt. Die sind bei 3 bis 3.500 Zuschauern bei Höchstgrenzen dabei. ECW, boah, was weiß ich, 5.000 ungefähr, vielleicht mal 6, mehr war da auch nicht. Man muss dann wohl schon bis zur WCW zurückgehen, so im Jahr 99, 2000. 2001 war dann ja schon gar nichts mehr so richtig, was Pay-Per-View-Crowds anging. Also man hat hier ein ambitioniertes Ziel. Ich bin gespannt, ob das klappt. Und jetzt machen wir hier mal so ein bisschen Boulevardpresse, indem wir mal ein Szenario an die Rampe bringen, wo man vielleicht davon ausgehen könnte, dass es klappt. Ich kann mir nur ein einziges Match derzeit vorstellen. Und ich bin gespannt, Julian, wie du es gleich siehst, ob dir noch andere Paarungen einfallen. Nur ein einziges Match, das in diesem, ja, man muss ja fast doch sagen, Indie-Bereich, auch wenn Ring of Honor ja eigentlich keine Indie-Promotion im klassischen Sinne ist, was aber in diesem Umfeld vielleicht zu 10.000 Fans führen kann.
Und das ist für mich eigentlich derzeit nur Kenny Omega gegen Bryan Danielson oder eben Daniel Bryan. Ich bin, also sogar ich würde überlegen, da nach Amerika rüber zu fliegen, für dieses vielleicht once in a lifetime oder zumindest first in a lifetime. Wenn man das wirklich auf die Karte setzt, darum vielleicht noch ein paar New Japan und Ring of Honor Stars herumbastelt sozusagen, also Ring of Honor wird hier auf jeden Fall ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. New Japan, wenn man über Omega spricht, sowieso auch. Das wäre eine Partie, wo man über dieses ambitionierte Ziel nachdenken kann. Die Frage ist jetzt natürlich, weiß der Bullet Club da mehr als wir? Ist es alles eine riesige, große Seifenblase, die zerplatzt, sobald es irgendwie an harte Fakten und konkrete Planungen geht? Julian, du hast das Ganze auch verfolgt. Wie stehst du diesen ambitionierten Plänen des Bullet Clubs gegenüber? Ist das Größenwahn? Ist da was dran? Ist das Wunschdenken? Und wenn ja, was für Matches könnten da überhaupt möglich sein? Sagen wir lieber nicht verfolgt, sondern eher mitbekommen. Ich habe es jetzt nämlich nicht genau so intensiv studiert. Ich weiß, dass es diese Pläne gibt. Ich weiß auch, dass... ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Gerüchte waren oder ob es tatsächlich Planungen von Young Bucks waren, Daniel Bryan dafür zu gewinnen. Aber diese Diskussion gab es auch schon. Und ich gebe dir ja vollkommen recht, wenn es ein Match gibt, das in den Indie-Szene mehr als 10.000 Zuschauer locken wird, dann ist es Kenny Omega gegen Daniel Bryan. Was ist, ich meine, alle anderen Paarungen haben wir ja irgendwie schon gehabt. Ich meine, Omega gegen Okada, dreimal über 6 Sterne. Da gibt es natürlich tolle Paarung letzten Endes. Aber wenn du wirklich diese 10.000-Grenze angreifen willst, dann kommst du an Daniel Bryan nicht vorbei und eigentlich an Okada auch nicht. Ich weiß auch, Omega. Ich weiß auch nicht, ob Daniel Bryan gegen Okada 10.000 ziehen kann. Klar, vielleicht auch. Aber es ist derzeit irgendwie so, gerade wenn du Richtung Amerika, Nordamerika guckst, da ist Kenny Omega derzeit auf einem Level, das er sich in den letzten 1,5 Jahren erarbeitet hat, das ein Stück weit da seinesgleichen sucht. Und Daniel Bryan im Herbst dann seiner aktiven Karriere, wenn er denn die Ringfreigabe bekommen sollte, das ist ja alles die entscheidende Frage. Ich meine, das ist doch ein Match. Ich meine, da kratzen auch wir das letzte Geld aus Nexus Geldspeicher zusammen und fliegen rüber, oder? Bin ich sofort dabei, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, klar. Das Ding ist natürlich nur, sowas ist extrem riskant, wenn man es aus dem eigenen Geld finanziert, wie es die Herrschaften ja vorhaben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Chris Jericho da nochmal irgendwie was mit zu tun hat, der jetzt gegen Kenny Omega antreten soll bei Wrestle Kingdom. Also die Show soll ja erst nächstes Jahr stattfinden, 2018. Muss ja, der Vertrag von Bryan muss ja auslaufen, ne? Genau, wenn man es tatsächlich vorhat, ihn dafür zu booken. Das ist ja, glaube ich, auch noch nicht bestätigt worden. Aber ich kann es mir, wie gesagt, gut vorstellen. Naja, das Problem ist halt, es ist, wie gesagt, sehr, sehr riskant, sowas. 10.000 Plätze sind nicht wenig, das verkauft man nicht mal eben so. Und, dann gibt es ja noch den Faktor WWE. Wenn der sich irgendwie denkt, ja, ach, da ist doch gerade ein schöner Ort, da ist ein Stadion frei, wir machen auch mal eine Show. Ach, da sind gerade die Young Bucks, ja, macht ja nichts. Also, das könnte sogar sehr gefährlich werden. Ja, das. Ich bin trotzdem sicher, dass, also was heißt sicher, ich könnte mir gut vorstellen, sagen wir es mal so, dass WWE echte Probleme haben wird, selbst wenn sie so eine Art Konterveranstaltung in Anführungszeichen machen würden, dieses Szenario zu vereiteln, weiß ich nicht, weil einfach zu viele Fans mittlerweile, ich will nicht dieses böse Wort sagen, smarkig sind, in Anführungszeichen, aber ich glaube wirklich, alles steht und fällt mit der Personalie Daniel Bryan. Und wenn Bryan sagt, ich mach das, und es ist vielleicht sogar das große Comeback-Match nach seiner langen Verletzungspause, es muss eigentlich dieses Match sein, dann kann WWE sich auf den Kopf stellen. Zumindest was diese eine Show angeht, will ich mal sagen. Also, ich meine, guck uns doch mal an. Wir sind ja nur WWE-Zuschauer seit Jahren. Und was wollen wir machen? Ein Match... Roman Reigns und Brock Lesnar gegen John Cena und was ich irgendein... Shawn Michaels kommt... Ja gut, das wäre wieder eine fiese Geschichte, wenn wir Shawn Michaels noch kriegen würden. Aber von dem aktuellen Roster und den Legenden, die man akquirieren könnte,
wenn wir beide die Wahl hätten, wo würden wir denn hingehen? Also für mich ist die Entscheidung einfach. Ich würde sofort zu Omega gegen Bryan gehen, egal was WWE da ins Rennen schickt. Ja, für uns ist die Entscheidung natürlich relativ einfach. Du darfst natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich eine große Summe an Smarks mittlerweile, aber es gibt auch, ich würde sagen, eine noch größere Summe an Marks, auch in den USA. Und die würden vermutlich, wenn sie hören, WWE oder irgendwelche Young Bucks, da würde man eher zur WWE gehen, weil die kennt man. Du hast recht. Andererseits müsste man auch berücksichtigen, wenn dieses Match Okada gegen Bryan in Amerika stattfindet oder vielleicht in England, wobei ich da wirklich Amerika fast bevorzugen würde als Austragungsort, weil, meine Güte, Daniel Bryan in Amerika kennt jeder und oder sehr, sehr viele. Und Kenny Omega kennen bestimmt in Amerika auch mehr als in England. Da bin ich mir relativ sicher, zumindest wenn es um diese 10.000 Zuschauergrenze geht. Aber das wird ja eine Show sein, wenn sie in Amerika stattfindet, wo ja auch, sag ich mal, viele Fans aus aller Welt einfliegen könnten. Das war ja auch bei der Show von New Japan in Amerika dieses Jahr so, wo sie eben nicht nur amerikanische Fans hatten, sondern auch einige, die extra dafür aus der ganzen Welt eingeflogen sind. Ich glaube, für Daniel Bryan würden einige das Flugzeugticket zusätzlich zu dem Hallenticket noch bestellen. Und ich bekenne hier ganz offen, ich wäre einer von denen. Ich bin für WrestleMania nicht rübergeflogen. Ich bin für gar kein Wrestling-Dings rübergeflogen. Für Daniel Bryan gegen Omega würde ich rüberfliegen. Das meine ich vollkommen ernst. Und wenn ich das mache, glaube ich, dass es noch ein paar andere machen. In Deutschland, in England, wo eben ein relativ großer Markt noch ist. Auch aus Amerika werden viele aus anderen Städten rüberjetten. Vielleicht noch ein paar Kanadier. Vielleicht sogar ein paar Japaner, man weiß es nicht. Also, ich glaube, das wird so eine Show once in a lifetime. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Und deswegen, auch wenn WWE kontern würde, glaube ich, dass es immer noch möglich wäre, hier diese 10.000 irgendwie hinzukriegen. Also, Julian und ich sind uns ja vollkommen bewusst, dass wir hier gerade übelste Gerüchteküche raushauen. Das möchten wir hier auch gar nicht verhehlen. Gleichwohl, ich habe das gehört, ich musste schmunzeln und es war so klar, noch bevor irgendwelche Namen oder konkrete Geschichten ausgesprochen wurden, es kann eigentlich nur eine Daniel Bryan Kenny Omega Show werden. Und wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht wird es auch ein Sturm ins Wasserglas und am Ende passiert überhaupt nichts. Aber die Idee finde ich süß und derzeit reicht eigentlich der Name Daniel Bryan aus, um eine herrliche Gerüchteküche zum Kochen zu bringen. Und ja, also, Julian, ich sag das ernsthaft, wenn das Match kommt, dann nehmen wir uns Urlaub und dann fliegen wir rüber, oder? Ich werde direkt dabei. Das Problem ist natürlich nur, es ist relativ teuer, so eine Fahrt darüber, beziehungsweise ein Flug darüber, Hotelkosten, alles drum und dran. Wenn ich das Geld hätte, oder wenn Nexus das bereitstellen würde, ich wäre sofort dabei. Also ich brauche irgendeinen aus dem Team, brauche ich auf jeden Fall. Oder, ja gut, ich fahre vielleicht sonst mit einem Kumpel rüber. Aber das will ich sehen. Und deswegen, wie gesagt, vielleicht fang kriegen schon mal sparen. Vielleicht kriegen wir es ja auch ins Betriebsurlaub hin. Oder so ein VW-Ben an, wollte ich gerade sagen. Das ist ja mal was, wo man, wir haben ja Geld wie Heu, wir wissen gar nicht, wohin damit. Dann hat man da richtig was, wo man es ausgeben kann. Also wie gesagt, ich werde dann alle Hebel in Bewegung setzen, darüber zu jetten. Und wir werden dann WI-Exclusive live vor Ort sein. Aber wie gesagt, vielleicht passiert überhaupt nichts. Genau. Ansonsten, was man vielleicht noch dazu interessant sagen kann, man darf nicht vergessen, das ist ein selbstfinanziertes Ding. Das heißt, da steckt kein Ring of Honor hinter, kein New Japan finanziert das, kein WWE, kein was weiß ich was finanziert das. Das heißt, theoretisch, weil sie auch keine TV-Ausstrahlung haben, denke ich mal, dürften sie alle Leute dahin holen, ne? Also Ring of Honor Leute dürften auftreten, New Japan, TNA. Das heißt, absolut, rein in der Theorie könnten wir auch Matches wie, was weiß ich, Okada gegen Pentagon bekommen. Absolut. Also, das habe ich auch eben schon versucht anzudeuten. Wenn hier Ring of Honor, New Japan und so weiter mitspielen sollten, ich weiß auch gar nicht, inwiefern sie da große Mitspracherechte haben. Ich weiß das nicht. Es treten ja auch, so tief stecke ich jetzt da nicht drin. Aber nach allem, was man hört, wird Ring of Honor hier ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Wenn die im Boot sind und irgendwie mit beteiligt werden und dann wird man sich auseinandersetzen und wirtschaftlich und bla bla. Aber wenn das dann irgendwie funktioniert, dann können wir noch ganz andere Paarungen in der Tat haben. Das wird dann so eine Art Supercard letzten Endes, wo jeder mit dem Finger schnalzt, der so ein bisschen über den Tellerrand von WWE hinausguckt, ne? Er schnalzt mit dem Finger, genau. Mit der Zunge wollte ich sagen. Was habe ich gesagt? Ich schnalze mit dem Finger? Ja, genau. Ja, aber wie auch gesagt, kurzer Vergleich, der so gar nicht passt. Im Jahr 2000,
2003 oder 2004 hat irgendein englischer Promoter das Gerücht aufgebracht, dass Motley Crue ihre Comeback-Tour bringen würden. Das war nur ein Fake. Die Telefonhotlines und die Vorbestellungshotlines sind damals zusammengebrochen, sodass man darüber nachgedacht hat, Mensch, das ist ja echt ein Geschäft, wir machen's mal. Und dann kam das Motley Crue Comeback 2004. Mit solchen dusseligen Sachen fangen manchmal die größten Lawinen an zu rollen. Insofern, wer weiß, was hier passiert. Der Beginn einer großen Lawine oder ein kleines Strohfeuer. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Damit zurück in den Alltag des Marktführers. Ja, Raw, was haben wir gesehen? Roman Reigns, der ohne seine Shield-Leute kam, er wurde mal ausgebuht. Ich habe hier deutlich mehr Jubel dieses Mal wahrgenommen, als in den Raw-Ausgaben teilweise als bei der Survivor Series. Da gab es Buß. Bei Raw danach war es schon wieder besser. Also es ist so, dass er bei Raw im Moment wohl deutlich mehr positive Pops bekommt als negative Buhrufe. Ansonsten hatte er gesagt, ich habe den Titel, es ist der Titel und ich verteidige ihn gegen jeden. Die Mistourage kam, sagte, sie können nicht. Dann kam Elias, der gesungen hat und sagte, er würde gerne. Reigns sagte, ja, mach ruhig, dann wirst du nachher auch eine Halskrause brauchen, so wie der gute Curtis. Curtis Axel. Und ja, dann hatte man die Paarung Elias gegen Reigns um die IC Championship. Dieses Match kam später auch noch. Ich hüpfe mal gleich in das Match rein. Doll war es nicht, sag ich mal. Es war ein eher langsam geführtes Chinlock of Death gab es auch. Mehrere Minuten ging der, kein Scheiß. Gegen Ende wurde es ein bisschen besser. Ja, gewonnen hat natürlich, wen sollte es groß überraschen, Roman Reigns. Er hat den Titel natürlich verteidigt. Und ja, interessant vielleicht, neben der Tatsache, dass Elias, glaube ich, von den Fans so gar nicht als Herausforderer wirklich ernst genommen wurde. Erwähnenswert, das großartige Mundharmonika-Spiel von Bo Dallas und Curtis Axel. Das war Weltklasse übrigens, auch wenn es natürlich nicht echt war. Und was? Das war nicht echt. Doch, natürlich. Ach, hör doch auf. Und Joe wird jetzt offensichtlich Intercontinental-Pläne haben, so wie es ausschaut. Da du ja derjenige warst, der die Shows eher gut fand, wie hat's dir gefallen? Frag ich mal so. Das war tatsächlich eines der Höhepunkte für mich diese Woche. Es gab ja die Open Challenge von Reigns. Und solche Open Challenges können immer zwei verschiedene Zwecke haben. Einerseits, kann man einfach versuchen, den Champ gut aussehen zu lassen. Andererseits kann man damit versuchen, andere Superstars zu pushen und stärker darzustellen. Und ich bin der Meinung, man hat mit diesem Match tatsächlich beides geschafft. Roman Reigns sah stark aus als Champion und auch Elias hat hier nicht schwach ausgesehen. Also er durfte auch gut austeilen, hatte ein paar gute Nearfalls. Und es gab tatsächlich eine, zwei Situationen, wo ich wirklich dachte, oh, da hätte er echt den Titel gewinnen können. Auch wenn es natürlich nie passieren wird, das ist, hast ein, das ist mir klar. Hast du gekauft, die Nearfalls? Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen davon gekauft, ja. Okay. Ich fand das Match jetzt auch nicht so schlimm, wie du es gesagt hast. Natürlich war es ein bisschen langsamer. Trotzdem fand ich es ziemlich intensiv. Und mir hat das Match tatsächlich gefallen. Und wie gesagt, Elias ist für mich damit auf jeden Fall ein Stück weiter gestiegen. Also ich glaube, dass WWE auch genau diesen Effekt erreichen wollte, dass man quasi Reigns stark darstellt, aber Elias nicht schlecht darstellt. Und bei mir hat es so semi geklappt, bei der Crowd in der Halle auch. Also ich hatte eher den Eindruck, dass sie ihn selten als wirklich ernsthaften Contender ernst genommen haben. Auch Reigns im Eröffnungssegment, wo es dann zu diesem Match kam. Er hat ihn ja wie immer so weggelächelt, in Anführungszeichen, wie Reigns das ja auch macht. Deswegen kam er nicht so richtig als ernsthafter Contender rüber. Nach dem Match, so will WWE ihn ja darstellen, sollte man den Eindruck bekommen, oh, das war ja doch besser als gedacht. Immerhin, er konnte eine Viertelstunde gegen Reigns ja auch mitgehen. Das ist ja auch schon mal ein erwähnenswerter Fakt, wenn man Storyline-mäßig denkt. Ich halte von Elias nach wie vor viel. Bo Dallas und Curtis Axel hier gerade beim Mutter-Monika-Spiel überragend.
Ich hoffe, es geht für ihn weiter bergauf. Das Match habe ich tatsächlich schwächer gesehen als du. Das muss ich hier so sagen. Aber bei dir zumindest hat das WWE-Booking ja genau so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das klingt jetzt so böse. Nee, meine ich überhaupt nicht. Also, nein, also für mich hat das Match tatsächlich gezündet. Elias wurde gut dargestellt, Reigns ist ein solider Champion. Und für beide ist es eine Win-Win-Situation gewesen, die Match, finde ich. Also alles in bester Ordnung. Jo, perfekt. Dann haben wir hier zwei verschiedene Auffassungen und das ist doch auch eine gute Sache. Ich bin da tiefenentspannt. Kann man beides gut vertreten, würde ich sagen. Ne? Genau, ja, aber eins, bei einem sind wir uns einig, das Mundharmonika-Spiel war großartig. Überragend. Also einige Fachleute haben gesagt, dass das beste oder das erste Mal, dass Curtis Axel wieder was Gutes gemacht hat, das würde ich so nie sagen. Curtis Axel ist für mich seit Wochen in bestechender Form, was seine jetzt nicht In-Ring-Performance, sondern seine Mistourage-Performance angeht. Curtis Axel finde ich seit Wochen gut. Ich weiß gar nicht, warum man da immer so kritische Worte für ihn finden muss. Nun gut. Du hast gesagt, es gab einige gute Matches. Ein wirklich gutes Match war zum Beispiel auch Seth Rollins gegen Cesaro. Sie haben ja auch über 18 Minuten Matchzeit bekommen. Ambrose derzeit ja auf Hochzeitsreise, bekanntermaßen. Und deswegen auch nur Reigns und Rollins mehr oder weniger auf Shield-Solo-Faden unterwegs. Schönes Match. Wird die Geschichte mit Sheamus und Cesaro und Shield sozusagen um die Tag-Team-Championship weiter am Köcheln halten. Aber über das Match gibt's nichts Negatives zu sagen, oder? Nee, das Match war wirklich gut. Also ein starker Opener. Und ja, der hat eigentlich das gemacht, was ein Opener machen sollte. Hat Spannung gebracht, war ein gutes Match, gutes Wrestling. Hat 18 Minuten bekommen, was ja auch jetzt gar nicht mal so wenig ist. Kleiner Fun-Fact noch zur Fehde Shield gegen The Bar. Dean Ambrose ist der einzige in dieser Konstellation, der bisher noch nicht gepinnt oder zur Aufgabe gebracht wurde. Faszinierend. Ja. Mal schauen, ob wir das noch erleben werden. Mal schauen, ob das überhaupt jetzt ein Fun-Fact ist oder ob man sich dabei was gedacht hat. Ich möchte fast wetten, man hat sich nichts dabei gedacht. Da gehe ich auch von aus. Das sollte man viel häufiger schon irgendwie oder thematisiert und betont. Vielleicht ist es tatsächlich ein Teil der Story, den man irgendwo noch entdecken wird oder sowas. So, keine Ahnung, man stolpert irgendwann drüber. In dem Sinne, dass das Ambrose Heel Turn einleitet, weil er der Einzige ist, der für The Shield nie verloren hat und quasi Rollins dafür verantwortlich macht, dass sie verlieren. Aber sei dir gewiss, wenn es so kommt, dann genau so, wie du es gerade geschildert hast, denn so purzelt WWE immer über gute Storylines. Die Richtig. Sind selten geplant, wenn irgendwas gut läuft, sondern irgendwann fällt es einem auf, oh, New Day sind ja auf einmal over, obwohl sie gar keine Reaktion zu Anfang gekriegt haben. Jetzt springen wir auch mal auf den Zug auf. So läuft's ja immer. Insofern kann sein, dass nächste Woche Raw damit aufmacht. Ambrose noch nie aufgegeben in dieser Fehde. Kannst du haben. Wirklich, wirklich. Wer weiß. Jo, was haben wir sonst noch? Joe hat gegen Titus O'Neil ein Match gehabt. Das ging nur 2 Minuten und 33 Sekunden. Klar, Joe ist derjenige, der hier gepusht werden soll. Er soll ja gegen Reigns ran. Das haben wir ja eben schon kurz angedeutet. Titus, ja, doll war es nicht, aber man hat Titus für 2,5 Minuten auch schon schlechter gesehen, möchte ich mal sagen. Er hat das gemacht, was man von ihm erwartet. Das hat er schon häufig weniger überzeugend gemacht. Gut, 2,5 Minuten sind 2,5 Minuten. Auch sehr erfolgreich danach Apollo Crews, der auch cool sein wollte und auch im Coquina Clutch abgefertigt wurde. Also Joe marschiert, kann man ja sagen. Zu dem Match ganz kurz, das hat mir nicht gefallen. Also das Match war nichts Besonderes und auch die Darstellung von Titus war mir viel zu stark. Das hat zu Joe überhaupt nicht gepasst. Meinst du Titus zu stark? Titus auf jeden Fall zu weil stark. Weil er mithalten konnte und Aktionen ja, setzen konnte? Ja, das weiß ich nicht. Die letzten Wochen, die er mit O'Neill und Crews gefädelt hat, waren es 1A-Squashes. Nichts anderes. Das war viel zu viel, was O'Neill gemacht hat. Und das trotz dessen es nur 2 Minuten und 30 Sekunden waren? Ja, richtig. Ja, kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil Titus ja nun wirklich nicht viel zu melden hat. Also er hat ja eigentlich die letzten Wochen das erste Mal seit Ewigkeiten wieder überhaupt im Ring sich aufhalten dürfen. Vorher war er ja nur noch Manager. Also, ja, kann ich verstehen. Genau. Und ich finde es auch ziemlich schade, dass der Titus-Brand bzw. Titus bald so langsam abflacht bzw. schon seit Wochen gar nicht mehr erwähnt wird. Weil da hätte man viel mehr machen müssen. Der ist ja gar nicht mehr da. Ja, der ist... Ja, wo ist er eigentlich? Der doch, der ist bei Truth. Ja,
Titus Worldwide sehe ich Ja, nicht mehr. das ist richtig, ja. Das ist bei Titus Worldwide schon länger nicht gewesen. Aber diese Woche hat er ja dieses Fatal 4-Way-Match gehabt. Mit Rich Swann, Daivari und Noam Dar. Und da ging es ja um den ersten Teil der großen Titelchance gegen Enzo. Genau. Und Wer hat eigentlich da. gewonnen? Ich habe es gar nicht verfolgt. Das hat Rich Swann gewonnen. Oh, und jetzt wird gemunkelt, dass das zweite Match sein Tag-Team-Partner vielleicht gewinnen könnte, ne? Der da ist. Mensch, wie heißt er denn? Gute Güte. Cedric Alexander Cedric meinst? Alexander, genau. Möglich, möglich. Ich hätte tatsächlich als Sieger lieber Mustafa Ali, weil ich finde, mit Mustafa Ali macht man aktuell alles richtig. Im Booking. Bei Tour 5 Live hat man tatsächlich auch ein bisschen Spannung mit reingebracht. Mustafa Ali und Cedric Alexander sind beides Faces. Und sie haben sich bei Tour 5 Live nicht verstanden. Ja, was erstmal was Besonderes für WWE-Verhältnisse ist. Es gab während dem Match, da gab es das Match Tony Nese, Drew Gulak gegen Alexander und Mustafa Ali. Und die beiden konnten sich halt wirklich, ja, das ging einfach nicht. Die wollten sich die ganze Zeit eintaggen und der andere war halt nicht da die ganze Zeit. Nach dem Match hat Cedric dann Mustafa Ali ein bisschen zur Rede gestellt, ist dann Backstage gerannt. Und selbst da haben sie nochmal weitergestrichen, da gibt es auch ein Fallout-Video von. Das fand ich schon cool gemacht. Also es gibt keinen eindeutigen Heel in der Situation. Und ich finde, man braucht auch keinen Heel. Man macht mit beiden aktuell viel richtig. Wobei Alexander so ein bisschen schwächer rüberkommt, finde ich. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt an seiner Verletzungspause, die er mal hatte. Und Mustafa Ali hat in der Zeit quasi alles gewonnen, was er so hatte. Und wie gesagt, mit dem macht man viel richtig. Und für mich ist das einer der besseren Anwärter auf den Titel. Ja, also ich gehe mit Alexander, Cedric Alexander, und bin mal gespannt, wer dann von uns beiden mit seinem Tipp richtig liegt. Gut, dass wir dich in der Tour 5 Live Crew haben. Gott sei Dank. Ja, aber ich fand, man hat bei dieser Show schon teilweise gemerkt, dass man, ich will nicht sagen, auf Zeit gespielt hat, aber die Zeit irgendwie füllen musste. Beispiel das Mädelssegment. Da sollte es ja eigentlich ein 3-on-3-Tag-Team-Match geben. Was habe ich gelernt? Wie heißen sie jetzt? Absolution, Paige und oh, jetzt habe ich, ich krieg den Mandy Rose und Sonya Deville gegen Sasha Banks, Mickie James und Bayley. So sollte das Match eigentlich sein. Sasha Banks war im Ring, die anderen beiden kamen nicht, wurden platt gemacht sozusagen schon vor dem Match, mehr oder weniger deutlich. Und dann gab es viel Gerede, möchte ich mal sagen. Paige hat viel gefaselt. Dann hat Sonya Deville versucht, ihre erste Promo zu überbringen. Die Crowd war zu diesem Zeitpunkt schon leicht gelangweilt. Deswegen gab es die Watt-Chance. Hatte sie keine Chance, muss man sagen. Da hatte Mandy Rose zumindest teilweise Höflichkeitsapplaus. Also sie hatte ja absolutes Starpotenzial. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber wenn man das ganze Segment mal runterbricht, kann man es doch darauf reduzieren, dass Paige sagt: So, ich bin wieder da. Ich habe damals die Women's Evolution, die hat wirklich Evolution gesagt, ins Rollen gebracht, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Und jetzt, Sascha, kannst du dich entscheiden, willst du bei uns mitmachen oder nicht? Sascha hat durch schlüssiges Verhalten zu verstehen gegeben, dass sie das nicht möchte und wurde auseinandergenommen. Das war doch eigentlich alles, oder? Ja, das Segment hat mir echt nicht viel gegeben und zum Thema Zeit füllen, ich glaube, man hätte auch ungefähr dieselbe Zeit füllen können, wenn man das Match tatsächlich gebracht hätte. Hat man aber nicht. Und so hat man jetzt einfach hier irgendein Segment, was, naja, fühlte sich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl dabei. Das fühlte sich einfach irgendwie nicht richtig an, so. Und naja, die Women's Division oder Divas Division, die wird immer weiter geschwächt, indem er jetzt hier wieder mehrere Damen ausfallen lässt. Ja, finde ich nicht gut. Nee, ich Aber auch nicht. andererseits, man stellt das neue Team gut dar, was wiederum gut ist. Aber um welchen Preis? Die Story aktuell gefällt mir noch nicht. Nee, mir eben auch nicht. Also, es ist, also, ich gebe dir vollkommen recht. Die Art und Weise, wie man jetzt die drei neuen Mädels darstellt, nämlich stark,
ist ja auch richtig. Muss auch so sein. Absolut. Wo es hingeht, weiß ich nicht, aber es ist mir einfach zu sehr 0815, so ein bisschen auch, was da gerade passiert. Page muss uns erstmal deutlich machen, was jetzt der Plan ist. Jedes Stable, das kommt, sagt, wir sind jetzt die neuen Großen. Ist mir irgendwie alles zu mau. Da war The Shield irgendwie cooler, die damals reinkamen und sagen, so, wir sind die Hounds of Justice und wir tauchen immer da auf, wo man es nicht erwartet und sind zu jedem krass. Also das war putzig. Das ist mir hier alles so ein bisschen zu Standard. Aber na gut, Paige ist zurück. Ihr wolltet es, ihr habt sie. Und das ist ja nun auch schon mal etwas. Und vor allem ist Paige auch total übergeschminkt. Also das sieht überhaupt nicht gut aus. Dieser Lippenstift. Nee, sie sieht generell... nicht so gesund aus, in Anführungszeichen. Ich meine, die Zeit mit Alberto Del Rio, die ist bestimmt fordernd gewesen, das will ich gar nicht abstreiten, aber irgendwie sieht sie komisch aus, in Anführungszeichen. Ja, da stimme ich dir zu. Ich kann es auch nicht direkt benennen, es ist teilweise der Lippenstift, aber noch irgendwas anderes. Naja, ist ja vollkommen dazu. Aus, das will ich gar nicht sagen, aber irgendwas wirkt da nicht so proper, in Anführungszeichen. Genau, ja. Und ihre Promo war auch wirklich, boah, ich wäre fast eingeschlafen, ganz ehrlich. Also sie hat ja auch gestreckt und gezogen. Genau, gestreckt und gezogen. Ich meine, Paige bringt das immer noch besser rüber als manch andere, aber das war trotzdem nicht gut. Nee. Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Ach ja, Bray Wyatt ist wieder da, hat eine interessante Promo gehalten. Es gab niemals für ihn an Thanksgiving. Dachte ich auch, ja, passt schon. Vor allen Dingen, der arme IRS war wohl immer unterwegs und hat seine Kinder entsprechend schlecht erzogen und sie mussten leiden. Naja gut, lassen wir das mal so stecken. Matt Hardy kam, hat das Ganze unterbrochen, hat dann ein Match gegen Brother Bray geführt, das er überraschenderweise mal wieder verloren hat. Und dann kam was Interessantes. Matt Hardy saß in der Ringecke, hat damit sich gehadert. Und irgendwann hat er die Delete-Geste gemacht. Er hat sie wiederholt und wiederholt. Die Fans haben zum Teil Delete mitgeschrien. So, sag ich mal, eine Höflichkeits-Delete-Geste in Anführungszeichen. Und dann, je intensiver Matt Hardy die Delete-Geste forciert hat, desto mehr sind diese Delete-Chants abgestorben, bis sie nachher gar nicht mehr da waren. Man muss sich das mal vorstellen. Ein paar Wochen, nachdem Matt und Jeff Hardy zur WWE zurückgekommen sind, musste Matt Hardy einmal nur die Delete-Geste machen und die Halle ist durchgedreht. Mittlerweile deletet er sich quasi in Grund und Boden und es interessiert keinen mehr. Das ist eine ganz klare Ansage. Wir haben bei uns die News gebracht, und die haben wir auch nicht exklusiv gehabt, Gott bewahre, dass Vince McMahon kein Fan des Broken Gimmicks ist. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen die News gebracht, dass Anthem kein Interesse hat, den Rechtsstreit um das Broken Gimmick weiterzuführen. Es sieht also sehr danach aus und es spricht sehr viel dafür, dass Matt Hardy bei WWE dieses Broken Gimmick vielleicht sogar bringen könnte. Diese Aktion spricht eine sehr deutliche Sprache genau in diese Richtung. Schade nur, dass das Ganze ein halbes Jahr zu spät kommt, oder? Ja, gutes halbes Jahr zu spät, ja. Aber das ist halt typisch TNA, man fängt damit an, ja, nö, das geben wir nicht ab, könnt ihr euch kaufen, aber es wird teuer. Und dann irgendwann, ja, können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, ja, das ist jetzt doof. Was machen wir jetzt? Das ist typisch TNA, finde ich. Problem, wie du schon sagtest, jetzt interessiert es einfach keinen mehr. Natürlich gibt's noch dieses Höflichkeitsdelete, aber so wirklich der Impact dahinter und dieses Interesse daran, das ist einfach weg. Das hat man jetzt in diesem... ja, halben Jahr, in diesen 6 bis 7 Monaten seit WrestleMania hat man das tatsächlich komplett, ja, begraben, beerdigt oder auch deleted. Genau. Ich meine, wenn du über ein halbes Jahr immer sowas antiest, ich meine, irgendwann sagt der Zuschauer auch, ja, und selbst wenn es jetzt kommt, geh mir weg damit. Will ich nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Was haben wir sonst noch? Die Cruiserweights haben so viel Zeit im Ring gehabt, wie, glaube ich, noch nie bei Raw. Über 12 Minuten. Spannendes Match, oder? Ja, das Match war wieder gut. Also ich fand's auch schön, dass sich so Spannungen im Team des Road Trains zwischen Noam Dar und Arya Daivari gebildet hat, dass der eine versucht hat, den anderen zu pinnen mittlerweile, aber irgendwann auch mal alle wieder zusammengearbeitet haben, die Heels und die Faces. Das Match fand ich auch wirklich gut. Rich Swann als verdienter Sieger in dem Match. Und nächste Woche hatte dann sein Einzelmatch gegen den Sieger des Fatal Four Ways in der
Nein, übernächste Woche ist das One-on-One-Match und nächste Woche ist das zweite Fatal 4-Way-Match. Ich muss gestehen, ich beginne sogar so ein bisschen, was diese Show angeht, in deine Richtung zu turnen. Denn wenn man hier schon Storyline-mäßig wenig bis gar nichts bringt, dann sollte man wenigstens gutes Wrestling bringen. Und da gibt's hier nur wirklich bei 2-3 Matches nichts zu quaken, muss man sagen. Ne? Insofern, ja, ich werde etwas wärmer mit der Show. Du hast mich überzeugt. Sehr gut. Was sonst? Asuka, oh Gott, ja, auch nicht schlecht. Dana Brooke ohne platinblonde Haare, sieht auf einmal ganz anders aus. Ich bin nicht mehr verliebt. Und sagte, ich habe jetzt die Schwäche von Asuka gesehen. Sie ist eine langsame Starterin. Pass auf, jetzt geht's los. War natürlich vollkommen klar, was passiert. Asuka hat nur 3 Sekunden gebraucht und dann war im Cross-Armbreaker das ganze Ding vorbei. War aber in Ordnung, finde ich. Wenn man es denn so machen möchte, passt das. Deutliches Zeichen, dass Dana wohl echt schlechte Karten hat mittlerweile. Und wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, wer ist denn gefährdet? Da waren wir uns sicher, Dana ist brandgefährlich, was eine Entlassung angeht. Ihre Aktien dürften danach, nach dieser Darstellung, wohl nicht gestiegen sein, oder? Ja, vermutlich nicht. Nee. Diese Stelle in der Show war auch für mich so ein ganz komischer Moment, kurz vor Asuka. Und zwar hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, jetzt kommt noch der Main Event und dann ist Ende. Und ja, irgendwie hat man diese, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten noch so alles reingequetscht, was man noch so auf der Card haben wollte, unbedingt da rein. Keine Rücksicht auf Verluste. Hier, was hat man noch gebracht? Asuka, Dana Brooke, Kane, Jason Jordan, Finn Balor, Braun Strowman, alles rein in diese 5 Minuten. Und das fühlte sich einfach nach ganz, ganz, ganz schlimmen 10 Minuten an. Vor allem, ja, weil man auch alles nicht wirklich gut dargestellt hat, sondern ja, das hat 1 Minute bekommen, das hat 1 Minute bekommen und insgesamt waren es dann, ja, war es die volle Zeit. Aber ganz ehrlich, dann hebt euch das für die nächste Woche auf und macht's vernünftig, anstatt hier in 2 Minuten durchgepaced. Bringt doch nichts. Nee, hast du schon recht. Vor allen Dingen, Paige scheint sich jetzt mit dem ganzen Raw-Roster anzulegen, mit ihrer Gang, ne, weil Paige kam ja nach dem Match noch bei Asuka an den Ring, die ihr stiften gegangen. Also irgendwie alles, was derzeit mädelmäßig bei Raw auf dem Plan steht, dreht sich alles um Paige und ihr neues Stable. Naja, immerhin, man kann sagen, sie ist an allen Fronten und den Rest müssen wir mal abwarten. Ja, du hast schon gesagt, Jason Jordan gegen Kane war als nächstes dran. Jordan hat vorher noch gelobt, ja, ich bin fit. Ich kann den Mann ausschalten, der Strowman unter Kontrolle hatte. Kane gehört mir. Ja, lange hat es nicht geklappt, nachdem er aus dem Ring geworfen wurde. Das sah aber auch fies aus, wie Jordan da auf sein Bein gelandet ist. War natürlich inszeniert, aber meine Güte, das habe ich ihm auf, dass das weh tut. Gut, wurde ausgezählt, kam nicht mehr in den Ring. Die Fans waren nach 1,5 Minuten damit zufrieden. Kane, hier übrigens in seiner Heimatstadt, hier soll er ja Bürgermeister werden, wurde auch entsprechend mit Pops empfangen. Auch irgendwie Kane for Mayor oder solche Chants gab es. Let's go Mayor. Let's go Mayor gab's. Was? Let's go Mayor. Also genau. Los geht's Bürgermeister. Ich habe Straw Mayor verstanden. Deswegen war ich verwirrt. Ja, Kane prügelt natürlich danach noch weiter auf Jordan ein und dann kam Finn Balor. Das ist interessant. Finn Balor hat danach gegen Kane ein Match gehabt, das auch nicht wirklich lange ging. Keine 3 Minuten hat es gedauert. Dann war vorbei, weil Kane einmal mehr einen Stuhl einsetzte. DQ, Balor gewinnt und wurde danach noch auseinandergenommen. Hier mache ich mal einen Cut. Finn Balor. Wir haben in der letzten Woche drüber gesprochen. Ist er jetzt nie vorgesehen gewesen oder war er vorgesehen und ist es jetzt nicht mehr, so wie ich gesagt habe, oder ist er nach wie vor vorgesehen, alles nur Fake, so wie Julian gesagt hat. Ich habe mich totgelacht. Die WWE hat eine Umfrage gestartet, so nach dem Motto, wir haben keine Ahnung, wen wir jetzt beim Royal Rumble gegen Brock Lesnar stellen sollen. Liebe Fans, wen wollt ihr denn? Und alle dümpelten so bei 1-3% rum. Strowman hatte 10. Einer war bei über 60. Wer war das denn? Hast du eine Idee? John Cena. Nee. Samoa Joe. Nee. Weiß ich auch nicht. Finn Balor kannst du nicht gewesen sein. Es war Finn Balor. Was? Mit über 60%. Ich habe mich totgelacht, als ich das gehört habe. Von wegen nicht over und so weiter.
So, jetzt bist du ja hier mit deiner Theorie dabei. Das ist alles nur Fake und eigentlich will man nur den Eindruck erwecken, dass Strowman, dass das Barlow gar nicht over ist, obwohl jeder weiß, er ist doch over. Spielt dir das hier in die Karten, diese Umfrage und vor allen Dingen dieses Booking, oder spielt es eher mir in die Karten? Was meinst du? Die Umfrage, würde ich sagen, spielt mir in die Karten. Das Eigentlich Booking, schon. eher so weniger. Er Nee, hat ne? sein, So er hat stellt sich doch sein. keinen dar, der nächstes Mal beim Rumble antritt. Naja, man darf nicht vergessen, bis zum Rumble ist ja noch ein bisschen Zeit. Also da hat man ja noch ein bisschen. Ja, du hast recht. Er hat sein Match natürlich gewonnen, das darf man nicht vergessen. Und in der WWE ist es auch nichts Ungewöhnliches, wenn man in dieser Woche, weiß ich nicht, wird Barlow noch von Kane erniedrigt, nächste Woche spielt Kane mit Strowman rum und Barlow, weiß ich nicht, bekommt langsam den Push, dass er diese Woche startet. Kann ja passieren. Kann passieren. Alles ist möglich. Also ich würde mich von der Inszenierung dieses Segments eher bestätigt fühlen mit meiner Auffassung, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir sind wie bei der Tour de France, Etappe für Etappe gewissermaßen, bis wir dann in Paris, also beim Royal Rumble, angekommen sind. Wir werden das verfolgen. Also, Finn Balor, soll er noch gegen Lesnar antreten oder sollte er überhaupt immer gegen Lesnar antreten? Oder, wie ich sage, sollte er gegen ihn antreten ursprünglich, jetzt aber nicht mehr, weil Vince keinen Bock hat? Oder Julian, er soll gegen Lesnar antreten und das ist alles nur eine Show, ihn so schlecht darstellen zu lassen. Vince weiß genau, dass er eigentlich doch sehr, sehr over ist. Wir bleiben dran. Wie dem auch sei, nachdem Balor von Kane mit dem Stuhl bearbeitet wurde, kam dann Braun Strowman, der einen riesen Pop wieder bekommen hat, obwohl es gegen Kane ging. Ja, man kann sagen, Strowman hat mit Kane kurzen Prozess gemacht, ein Powerslam auf die Ringtreppe, das war eher so ein Ablegen auf die Ringtreppe, habe ich das Gefühl. Das war eher niedlich, der Powerslam, oder? Ja, das war wie so ein kleines Kind ins Bettchen legen. Genau, so habe ich es auch gesagt. So richtig der Knaller war es nicht, aber Strowman war hier der Gewinner dieses Segment, sehr eindeutig. Also er hat jetzt seine Rache bekommen, er wurde ja letzte Woche übel auseinandergenommen. Ja, Kane flüchtet, Strowman stands tall, lässt sich feiern, Raw ist zu Ende. Also das Match Strowman gegen Kane, also mir graut davor. Ja, mir auch. Das wird nämlich kein gutes Match. Das haben wir doch bei der Hausshow schon gesehen. Ja, da gab es ja nicht mal ein Match bei der House Show, das war ja gar Ja, nichts. das war ja doch schon eine Minute, haben sie es ja doch versucht. Ja, eine Minute haben sie gehabt, ich würde nicht sagen, dass sie es versucht haben. Ja, okay. Sie haben eine Minute gehabt und 30 Sekunden haben sie sich Mühe gegeben und dann kam der Tisch. Oder Dann Stuhl. kam der Tisch. Ja, also das Match wird irgendwann kommen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt das Letzte ist, was wir gesehen haben zwischen Kane und Strowman. Einige Fachleute, ich will keine Namen nennen, haben ins Spiel gebracht, dass eigentlich jetzt das Ganze, die Messe gelesen ist zwischen Kane und Strowman. Denn was soll denn noch kommen? So nach dem Motto. So sehe ich es eigentlich nicht. Es muss ein Match kommen, es wird ein Match kommen und das wird Strowman gewinnen und dann fertig ist die Lauge, oder? Naja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt erstmal eine Pause gibt zwischen den beiden, denn Kane wurde jetzt zweimal mit dem Stuhl im Hals getroffen und ja, wenn man Strowman jetzt hier ein bisschen stärker darstellen will, müsste Kane jetzt erstmal ein paar Wochen ausfallen. Ja, aber eigentlich hätte auch Strowman ein paar Wochen ausfallen können. Ja, aber Strowman ist ja ein übermächtiges Tier. Ach so, ja. Das ist richtig. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Begründung, aber naja. Das spielt nun mal in Vinces Kopf, ne? Ja, aber lebt Kane nicht von seinem Momentum eigentlich, dass er jetzt als das große Monster wieder dargestellt wird, wenn Kane jetzt erstmal weg ist? Ich meine, seine Bürgermeisterkandidatur kann jetzt so wichtig im Moment auch noch nicht sein, weil sonst hätte er jetzt kein Comeback gegeben. Oder es war wirklich nur für diese Zwischenzeit gedacht und das war's jetzt mit Kane. Wir sehen ihn überhaupt nicht mehr wieder. Kannst ja haben. Wer weiß, ja, das werden wir in den nächsten Wochen erst erfahren, frühestens. Genau. Also ich tendiere dazu, es wird noch ein Match geben. Andererseits, das war Kanes Heimatstadt. Kane wurde bestraft, in Anführungszeichen. Vielleicht bleibt er jetzt gleich da und kümmert sich um seine Kampagne. Gut möglich. Alles ist möglich, in der Tat. Rüber zu SmackDown. Ja, SmackDown hatte das Opening-Segment zwischen Shane und Daniel Bryan.
Ich habe nicht so genau verstanden, was hier das große Problem war. Brian hat erklärt, warum er die beiden nicht entlassen hat, denn er mag es, Leuten eine zweite Chance zu geben. Shane sagt, ja, aber die sind doch gemein. Kevin Owens hat meinem Vater einen Frog Splash gegeben, dafür gab's Jubel, und er hat Zane hat mich angegriffen. So geht das nicht. Brian sagt, ja, aber wenn die jetzt weggehen, dann gehen die ja zu Raw. Wo ich dachte, Alter, was ist denn das für eine Erklärung? Also mehr als Freibrief, nur noch Scheiße zu machen, kannst du den beiden ja nicht mehr geben. Wenn du sagst, ja, aber wenn wir die jetzt verlieren, dann gehen sie zu Raw. Das wäre auch nicht so gut. Ja, sehr autoritär, Brian, sehr erfolgreich, die ganze Geschichte. Naja, auf jeden Fall hat auch Brian so ein bisschen rumgeheult. So, naja, Shane, wenn du nicht da bist, dann muss ich doch auch Entscheidungen selber treffen können. Und das ist doch gemein, wenn ich es nicht darf. Und dann sagt Shane, ja, okay, sehe ich ein. Und jetzt machen wir ein Match. Kevin Owens gegen Randy Orton. Überhaupt werde ich Zayn vom Ring verbannen. Und um mich jetzt mal höchst lächerlich zu machen, mache ich eine No-DQ-Stipulation. Alter. Alter. Ja, es ergibt im ersten Sinn, im ersten Hingucken nicht so viel Sinn. Aber der User Fest aus dem Board hat uns das recht nett erklärt, was mir tatsächlich auch gut gefallen hat, die Erklärung, und zwar No Disqualification für die beiden. Das heißt, jeder hätte eingreifen dürfen. Aber wenn Sami Zayn dann gekommen wäre am Ring, dann hätte es eigentlich ein No Contest geben sollen. Natürlich ist es in dem Sinne ein DQ. Aber in dem Sinne wurden dann die Matchregeln, beziehungsweise die Treffen nicht mehr zu, diese festgelegten ja, Sachen. Das habe ich jetzt schon nicht verstanden. Erklär es mir nochmal, dass ich es verstehe. Ne, es gibt ja die beiden Regeln. No Disqualification und Sami Zayn darf nicht zum Ring kommen. Genau. Wenn jetzt Sami Zayn zum Ring kommt, trifft eine der beiden Regeln nicht mehr zu. Das heißt, das Match kann so nach den Regeln nicht weitergeführt werden und müsste abgebrochen werden. Aha. Ja. Also es ergibt für mich Sinn, ja. Aber das Problem ist halt gewesen, Sami Zayn stand nicht am Ring. Ich weiß, was ihr meint. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber was hätte denn passieren sollen? Eine DQ wäre nicht abgebrochen worden. Das Match wäre abgebrochen worden, meinst du? No Contest? Ja. Ja, macht in einer normalen Welt Sinn. Aber dann musst du ja wieder auslegen, was heißt denn am Ring? Wirklich in unmittelbarer Nähe des Rings? Oder, naja, am Ring? Jetzt kann man sich ja auch wieder hinbiegen. Sami Zayn war ja eigentlich nicht wirklich am Ring. Er war ja nur in diesem Gang sozusagen. Deswegen ging das Match ja weiter. Am Ring bedeutet für mich, du hast ja diese schöne Abtrennung mittlerweile zwischen Rampe und am Ring. Völlig. Da gibt es ja überall die Ringmatten. Ja, der Bereich ist für mich am Ring. Ja, genau. Also da, klar, wenn man sich das so hinbiegt, macht die Erklärung natürlich Sinn. Aber ich finde es trotzdem blöd. Weil der Ringbereich, da müsste ja irgendwo müsste eine Grenze ja sein, wo dann steht, Achtung, ab hier Ringbereich. Ja, ist doch auch. Du hast doch diese animierte Rampe mit diesem LED-Gedöns und dann hast du unten um den Ring herum die Ringmatten. Da, wo die Ringmatten sind, ist für mich um den Ring herum, am Ring. Aha, und da, wo quasi der Gang dann anfängt, wo du zurückgehst vom Ring Backstage, da hört der Ring dann auf, in dem Moment, wo du in diesen Korridor kommst sozusagen. Ne, in dem Moment, wo du auf die Rampe trittst, hört am Ring für mich auf. Nö, für mich hört am Ring dann schon viel früher auf, nämlich in dem Zeitpunkt, wo du von den Ringmatten sozusagen, zwar immer noch auf den Matten dich befindest, aber von diesem Ringbereich die ersten Schritte da machst, wo die Fans links und rechts wieder stehen. Eigentlich müsste ja, da schon der Ringbereich das ja ist, zu Ende. Das ist ja ungefähr da, wo die Rampe anfängt. Wie dem auch sei, ich glaube, die Diskussion ist absolut bescheuert, die wir da gerade führen. Nein. Weil wir nur irgendetwas versuchen zu erklären, was keinen Sinn macht. Thess hat einmal mehr eine großartige Erklärung hierfür geliefert, die man natürlich auch so stehen lassen kann. Wenn man wirklich meint, sich damit noch logisch auseinandersetzen zu wollen, macht das absolut Sinn. Allerdings darf man hier überhaupt nicht mit Logik rangehen und deswegen lasse ich das mal so stehen. Nach eurer Logik hätte, wenn Sami Zayn noch ein paar Schritte weitergegangen wäre, ein No Contest ausgesprochen werden müssen, richtig? Richtig, ja, aber es wären schon einige mehr als ein paar mehr gewesen. Es war ja oben an der Rampe. Ja, ist klar. Aber je nachdem, ja, wo man die Grenze setzt, gewissermaßen, ne? Genau. Okay, gut, ich verstehe es. Aber ich werde mich an dieser Diskussion nicht weiter beteiligen. Diskussion beendet. Du klingst wie mein Vater. Nee, es ist. Kann man ja vertreten.
Nur das wird ja voraussetzen, dass ich mitdiskutiere, dass ich das alles noch ernst nehmen würde. Das, so weit kommt das noch. Ach ja, was haben wir denn noch? Ach ja, die Mädels waren auch wieder aktiv. Charlotte durfte mit Nettie und Naomi gegen das neue Stable Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan ein 3-on-3-Match bestreiten und Styles trat gegen die Singh-Brüder an. Dazu dann später mehr. Ansonsten haben New Day gegen Shelton Benjamin und Chad Gable gewonnen. 8,5 Minuten, flottes Match, nicht schlecht. Aber ich denke mal, Benjamin und Gable, das war's jetzt, oder? Ja. Ja, das dafür kommen jetzt die Bludgeon-Brüder drüber. Ja, wäre mir auch lieber. Ja, die gewinnen ja alles. Das ist richtig, ja, aber ich hatte bisher nur 2 Matches, also heißt ja noch nichts. Zweimal gegen die Halbbros ist jetzt keine große Aussage, sag ich mal. Und die trennen sich jetzt auch noch. Ja, genau deswegen, weil sie nichts geschissen bekommen gegen die Knüppelbrüder. Tja. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Darstellung der Usos. Inwiefern? Muss ich sagen. Im Opening-Match, ja, genau, die wirkten mir viel zu gut gelaunt, viel zu viel Face. Das passte nicht. Also, aber das war wirklich. Sind die Usos doch Face? Ja, natürlich sind sie Face, aber sie haben sich nicht benommen wie Faces. So, und jetzt benehmen sie sich einfach wie die Ultra-Faces. Also, so richtig widerlich fast. Also man ist anbiedernd? Ja. Also, ja. Das fand ich schon ein bisschen zu hart, was sie gemacht haben. Also, wir haben ja auch von Big E ein paar Pancakes und Sirup geschenkt bekommen. Großartig, was alles in die Ringkleidung reinpasst. Aber das wirkt ihm einfach viel zu facig. Normalerweise hätten sie das Ding nehmen müssen und ihm ins Gesicht schleudern müssen während dem Match. Aber nee. Aber die sind doch, jetzt sind sie eben bekennende Faces sozusagen. Ja, ich find's ja auch ganz schön, dass wenn man jetzt irgendwie kommt mit der Begründung, ja, es ist einfach Respekt, die sich die beiden Teams gegenüber zollen. Aber das passt einfach nicht zu den Usos. Das ist mir einfach... Ja, seit der Zelle sind sie jetzt beste Freunde, weil Respekt, Respekt. Ja, dann hätte ich lieber die bösen Usos wieder. Das war mir, nee. Ja, ich mochte die auch ganz gerne, muss ich gestehen. Die bösen waren gut. Also Respekt gerne, aber nicht so. Nee. Und dafür darf jetzt der gute Bobby Roode gegen Baron Corbin um die US Championship antreten. Ich bin gespannt. Nein. Ich bin sehr gespannt, was da passieren soll. Also, beide sind relativ nicht mehr heiß. Gewissermaßen. Ja, Roode sogar ein bisschen weniger heiß, würde ich sagen, weil Corbin hatte noch den Titel, an dem er sich so ein bisschen festklammern kann. Ja, Roode hat Probleme, muss man sagen, ja. Also ihn zum Face zu machen, wir haben es ja eingangs damals gesagt, als er kam, war nicht gut. Es war nicht die richtige Entscheidung, weil er einfach langweilig ist als Face. Wenn du ihn als arroganten Heel sozusagen, als selbstverliebten Spinner inszeniert hättest, wie bei NXT, das wäre ihm besser zu Gesicht gestanden. So wird es nicht einfach für ihn. Du hättest das ganz genauso aufziehen müssen wie bei NXT damals. Er kommt in die Halle rein, wird am Anfang bejubelt, weil es ein neues Gesicht ist. Bobby Roode, boah, wie cool der ist. Und im Laufe der Zeit machst du dann halt sowas wie bei NXT damals. Ja, ich möchte noch Geschäftsleute hier drin haben und keine so fetten Nerds wie euch, sondern nur noch Leute mit Anzug, Krawatte, die wissen, was sich gehört. Und schon hast du deinen Heel Roode. Fertig. Mehr brauchst du nicht. Absolut. Das hätte man schon bei seinem Debüt machen können. Nachdem er bejubelt wird, hätte er sagen können, na ihr Versager, da bin ich, was wollt ihr überhaupt? Schuppdiwupp. Ja, ganz einfach. Aber das wollte man wohl nicht machen. Nee, und ich meine, wenn man sich die Review damals anhört, wir haben damals, glaube ich, auch schon rumgeheult, dass das keine gute Idee war, ihn hier entsprechend Anbietern zu präsentieren. Steht ihm nicht und tut seinem Charakter auch überhaupt nicht gut. Korrekt. Ich bin mal gespannt, wann die Singh-Brüder im Ring sterben werden. Denn was die hier wieder für Bums genommen haben, ich dachte, ich guck nicht richtig. Erstmal, gut, das ganze 2-on-1-Handicap-Match von AJ Styles gegen die Singh-Brüder ging nicht lange, knappe 4 Minuten. Sie haben ordentlich auf die Fresse gekriegt. Der Styles-Clash vom zweiten Seil, von einem Singh auf den anderen, frag mich jetzt nicht, wie die heißen. Sami Singh hat den Styles Clash bekommen und auf dem Boden lag Sunil Singh. Stimmt, ich sehe es auch gerade im Bericht, du hast vollkommen recht. Das sah schon ziemlich krass aus und ich weiß nicht, ob Jinder da seine Kräfte überschätzt oder das Gewicht von, nee, seine Kräfte unterschätzt und das Gewicht der Singh-Brüder überschätzt hat, denn die sind ja hochgeflogen bei dem
bei den Collage. Und Alter, ich dachte, er bricht ihm das Genick. Ja, das sah echt ganz schön hart aus, aber die Sings sind ja echt für nichts zu schade. Nee, die sind absolute Weltklasse. Also Genick aus Gummi und den kann ja gar nichts. Ob Randy Orton da seine Slams aufs Kommentatorenpult macht oder ob sie die Styles Clashes oder die Kalasses fressen. Also die Sings, die werden die Helden bei jeder Backyard-Veranstaltung. Was die da auf die Fresse kriegen und wie sie das zählen. Also irgendwann müssen die Genicke mal brechen. Das geht doch auf Sicht nicht gut. Aber da hoffen wir, dass es noch gut geht. Also vor exakt einem Jahr standen die beiden noch bei Tour 5 Live. Das war nämlich gestern das einjährige Jubiläum, beziehungsweise Dienstag, das einjährige Jubiläum von Tour 5. Was jetzt die Pläne von den Sings sind, das weiß man noch nicht so genau, ne? Ja, also entweder das war's jetzt mit den Sings und Jinder, oder wie das für Untergebene gehört, nächste Woche ist alles wieder gut. Möglich, ja. Kann ja mit seinem Eigentum machen, was er will, sozusagen. Klar, logisch. Aber es gab ja auch schon diese Gerüchte, dass Jinder Mahal jetzt neue Untertanen bekommen soll. Neue, wirkliche Inder in dem Fall. Weil wir wissen, die Singh Brothers sind eigentlich ja keine Inder. Gut, dass Jinder Inder ist. Ja, Jinder ist Inder. Diskussion hatten wir schon mal. Ich darf jetzt immer behaupten. So, wir werden das verfolgen, was da mit den Singh-Brüdern und Jinder weiterverfolgt, passiert. Ich mag die Sings und bin mal gespannt, ob sie im Main Roster eine Chance haben. Seien wir ehrlich, natürlich nicht. Haben sie auf gar keinen Fall. Also als Schmeißfliegen für Jinder waren sie perfekt, muss man sagen. Sie waren wirklich super. Man konnte sie immer für irgendwelche Spots bringen. Und also mir würden sie ein Stück weit fehlen, weil die waren mal echt im Rahmen ihrer Fähigkeiten perfekt eingesetzt als Jinder-Sklaven. Mal gucken, was passiert. Ja, ansonsten, der Riot Squad läuft auf den gleichen oder geht auf den gleichen Faden wie Paige und ihre Schergen. Sie wollen keine Freundschaften haben. Sie wollen auch nicht Total Divas bereichern. Sie wollen einfach die Division auf den Kopf stellen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das durften sie dann auch gleich zeigen in diesem Six-Man-Tag-Team-Match oder Six-Woman-Tag-Team-Match. Nettie hat schon relativ früh gesagt, ach, lass mich doch alle in Ruhe, ich habe keinen Bock, und ist Backstage gegangen. Naomi wurde gegen die Ringtreppe geschleudert, sah so schlimm eigentlich nicht aus, fand ich, wurde dann aber trotzdem abtransportiert. Charlotte hatte schlechte Karten gegen die Übermacht und hat dann auch entsprechend den Pin einstecken müssen, nachdem Ruby Riott ihr den Riott Kick verpasst hat. Ja, man kann sagen, bei SmackDown läuft es ähnlich wie bei Raw, ne? Die neuen Mädels dominieren, werden stark dargestellt und mal gucken, was sie noch vorhaben. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass es hier tatsächlich auch ein Match gab. Genau. Aber in der Sache war es doch relativ gleich. Ja, ansonsten war es 1:1 genau dasselbe, fand ich auch, ja. Die Fashion Files waren wieder langweilig, hat mir gar nichts gegeben. Nee, war langweilig. Ich fand's lustig tatsächlich diesmal wieder. Ach. Doch. Na bitte. Jetzt verprügelt das tote Pferd, damit wir hier endlich raus können. Das fand ich super. Also heldenhaft die Ascension, die sich geopfert haben, sozusagen. Wir werden für immer Freunde sein. Okay, niemals. Vincent, wir gehen. Wer ist denn hier das absolute Face? Also doch wohl die Ascension, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das Problem ist, eventuell sieht man von Ascension jetzt nichts mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade. Die sind ja tot. Ja. Ja, also... Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hart, wenn ich das sage, aber ich glaube, das Segment wird man in der deutschen Fassung nicht sehen. Aber ja, im schlimmsten Fall sind Ascension jetzt weg aus den Shows. Jo, das glaube ich auch. Und es gab ja auch schon Gerüchte, dass die beiden entlassen werden sollen. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst um die beiden. Ja, kann ich nachvollziehen. Und du hast recht, ob man das in Deutschland sieht, weiß ich nicht. In Amerika ist ja Gewalt, Tod, kein Problem. Aber wehe, ein Fetzen nackter Haut, das geht nicht. Und deswegen, was in Amerika in diesem Level gezeigt wird, in Deutschland vielleicht nicht. Wir werden das verfolgen, wobei nach 22 Uhr, da kann man auch sowas zeigen. Nee, ich glaube, das ist alleine wegen der deutschen Vergangenheit nicht machbar. Ach, du hast ja recht. Die Art und Weise der Hinrichtung gewissermaßen ist dann ja. doch nicht unproblematisch. Das stimmt. Jo, dann Main Event, das No-DQ-Match, Sami Zayn vom Ringverband. Wir haben darüber schon gesprochen, über den Unsinn oder auch Sinn, der dahinter steckt in diesem Fall. Ja, gute 17 Minuten. Ich mag Randy Orton-Matches nicht, nach wie vor nicht. Der Typ wirkt immer mehr
dievenhaft gelangweilter in seinen Aktionen. Ich weiß nicht, wie der Kerl jemals ober war, aber egal, das ist ein anderes Thema. Sami Zayn kam natürlich nicht an den Ring, wie ich jetzt ja gelernt habe, sondern im noch nicht Ringbereich und hat entsprechend Orton mit einem Stuhl attackiert. Die Stuhlschläge sahen mega scheiße aus, also das war so peinlich, aber. Ja, da hat er ihm irgendwie auf den Hinter geklatscht. Ja, damit. Eben auf den Hinter, so wie so SM-Spiele rein, du böser Randy, du, jetzt kriegst du's aber. Und Randy hat auch übelst gesellt, also es war klar, wer hier dumm war und wer nicht. Ansonsten war das die Ablenkung, die Kevin Owens dann letzten Endes zum Sieg nutzen konnte. Owens gewinnt. Endlich mal, kann man sagen. Bei der Survivor Series war es noch Pre-Show. Jetzt bei SmackDown im Main Event darf er gegen Randy Orton gewinnen. Natürlich nicht clean, aber die Stipulation wurde ja erfüllt, also doch clean. Streitet euch ruhig. Orton geht natürlich mit einer gewissen moralischen Hintertür aus dem Ding raus. Ja, wo es jetzt genau hingeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Für Orton? Ja, für alle. Uns. Achso, ja, für Orton, keine Ahnung, hoffentlich weg aus den Shows. Ja, ja, für Owens und Zayn wird's weitergehen. Owens und Zayn gegen die Autorität. Und, naja, ob man da tatsächlich nochmal vorhat, Owens gegen McMahon zu stellen oder sowas. Oder tatsächlich das irgendwie noch damit einbindet, ja, kann ja auch passieren. Owens und Zayn kämpfen um ihre Verträge und gegen Shane. Und wenn Shane gewinnt, verliert Bryan seinen Vertrag. Ist ja auch denkbar, dass man ihn tatsächlich entlassen will nächstes Jahr. Das wäre tatsächlich dann auch ein Rumble-Match, denke ich mal. Ja, ansonsten fand ich's schön, dass Owens durch den Frog Splash gewonnen hat. Das sieht man auch nicht alle Tage. Nee, absolut nicht. Dass man Owens gegen Orton sozusagen standing tall lässt, ist eine Randnotiz wert. Was sie darüber hinaus wert sein wird, wird man sehen. Aber zumindest sind Owens und Zayn wieder Gegenstand der Shows. Wir haben ja über diese Disziplinargeschichte nach der oder während der Europa-Tour gesprochen. Auch dass Zayn wohl deutlich mehr Backstage-Heat hatte als Owens. Bei Owens soll auch alles wieder geklärt sein, bei Zayn angeblich noch nicht. Die Quelle ist Dirty Sheets Net. Denkt darüber, was ihr wollt. Zumindest haben wir die Weeklies jetzt geschafft. Und ich sehe gerade, wir sind bombig in der Zeit, wa? Sind wir? Wir sind tatsächlich gerade mal eine Stunde dabei. Das ist ja rekordverdächtig wenig. Ein Tick mehr müssten wir, glaube ich, haben. Ja, so ein, zwei Minütchen. Ich habe ja gesagt, ich muss hier um 5 nach muss ich ungefähr die Biege machen. Insofern bin ich heilfroh, dass wir zeitlich diesmal die Shows in einem entspannteren Rahmen durchhatten. Also, ihr merkt, dass Julia und ich hätten natürlich über manche Segmente noch mehr und ausführlicher sprechen können. Heute drückt, wie gesagt, ein wenig der Schub in zeitlicher Hinsicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir total durchgerusht sind. Es war das, was wichtig war, haben wir besprochen. Was ihr euch eben angucken solltet, wenn ihr die Show nicht gesehen habt, guckt euch Styles gegen die Singh-Brüder an. Es ist mal wieder unglaublich, was da passiert. Und was war noch bei SmackDown interessant? Ja, New Day gegen Benjamin und Gable fand ich wrestlerisch in Ordnung. Die Knüppelbrüder sind immer einen Blick wert. Das Brisago-Segment fand ich gut. Kann man sich auch angucken. Wenn man das mag, ist es okay. Ich fand es, wie gesagt, nicht mehr so toll. Da können wir ja drüber diskutieren im Board. Genau. Wem das gefallen, wem nicht. Da können wir mal drüber schreiben. Und wer sehen will, mit welchem Wort relativ cool, muss ich gestehen, Baron Corbin Bobby Roode abblitzen lässt, mag sich auch das Segment anschauen. Da war Corbin relativ putzig, muss ich gestehen. Ja, das waren unsere Weeklies, wa? Das waren die Weeklies, ja genau. Kommen wir zur Abmoderation, würde ich sagen. Die Grüße, wen hast du auf der Liste? Ich habe mir heute noch gar nicht so viel rausgesucht. Ich grüße einmal kurz den Real Bad Guy, den ich letzte Woche schon gegrüßt habe, den wir letzte Woche gegrüßt haben. Und er hat sich gewünscht, dass wir die Assis aus der hinteren Reihe grüßen, da sie das Aushängeschild der Wrestling-Fans sind. Aha. Gut, arrogant wie ich bin, grüße ich sie nicht. Ich bin ja immer von oben herab. Das werde ich hier auch wieder durchspielen. Marvin, bist du es? Was? Achso, ich grüße Transmentis, unseren Team Mentis, der mich eben fragte, ob ich mit zum Wrestling-Training komme am 2.1. Ich habe sogar tierisch Bock, schaffe ich es tatsächlich nicht. Ich grüße The Phantom, der auf der Startseite fragte, was meint ihr, werden die Usos bald wieder Babyface? Ich denke, nach der Show muss ich die Frage nicht mal beantworten.
Ja, das sind, glaube ich, die, die ich von jetzt auf der Liste hatte, was die Grüße angeht. Beim Last Christmas Spiel im Board bin ich schon raus. Ich habe heute. Ging es eigentlich schon los? Nein, das zieht doch erst ab dem 1., oder? Na, dann bin ich noch nicht raus, weil heute beim Friseur saß, ich habe nichts Böses gedacht und was lief. Es war nicht zu vermeiden. Da das Spiel noch nicht losgegangen ist, also im Board könnt ihr euch anmelden, die Regeln sind einfach. Es beruht oder basiert auf der Ehrlichkeit sämtlicher Teilnehmer. Wer bis zum 24.12. es schafft, nicht Last Christmas in irgendeiner Weise zu hören, der gewinnt das Spiel. Seid euch gewiss, ihr habt keine Chance. Also ich, Gott sei Dank ging es noch nicht los, aber bist du eigentlich dabei? Ich bin... Ich sehe dich nicht. Moment. Moment. Jetzt auch dabei. Sehr schön. Also, Starttermin 1.12. sehe ich gerade. Also schnell im Board anmelden, schnell mitspielen und natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, alle belügen, aber denkt dran, ihr belügt doch eigentlich nur euch selbst. Wollt ihr das? Also, letztes Jahr war es großartig. Irgendeine Userin hat irgendwie geschrieben, nackte Tatsachen von Wrestlerinnen im Netz aufgetaucht. Ich habe sofort draufgeklickt und was erschien? Last Christmas. Ich war ausgeschieden und war traurig. Diesmal bin ich ja noch im Rennen. Das ist gut. Insofern, gut. Mit diesen vorweihnachtlichen Impressionen kommen wir heute zum Schluss. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Wir euch sowieso. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.